Herzlich willkommen bei Mathematik im Bachelor und Lehramt. Mathematik bedeutet wörtlich die Kunst des Lernens. Dies ist wohl die einzig zulässige Definition, bei der sich alle einig sind. Sie sind für den Studiengang Mathematik geeignet, wenn Sie sich für Logik und präzise Argumentation interessieren. Das konkrete Rechnen fällt fürs Erste stark in den Hintergrund. Doch selbst wenn nur wenige oder keiner der Punkte auf Sie zutreffen, könnten Sie der nächste Fields-Medaillenträger werden. Denn all diese Kompetenzen können Sie mit ausreichend Unterstützung in Eichstätt erwerben. Wohl kaum eine andere Universität ermöglicht nachweislich während Vorlesungen und Übungen einen derart offenen Dialog zwischen Dozierenden und Studierenden. Grundsätzlich lassen sich die zahlreichen Studiengangskombinationen der Mathematik in zwei Kategorien unterteilen. In das vertiefte Studium, das heißt Bachelor- oder Gymnasiallehramt, und in das nicht vertiefte, das heißt Mathematik als Hauptfach im Lehramt für Grund-, Mittel- oder Realschule. Einige Grundlagen und Vertiefungsfächer sind in den ersten Semestern in allen Studiengängen gleich. Im Bachelor- und Lehramt an Gymnasien werden ab dem dritten bzw. fünften Semester bestimmte Bereiche vertieft. Im Bachelor wird eine Profilierung vorgenommen. Die Lehramtsstudiengänge werden durch die Fachdidaktiken ergänzt, der Bachelor durch Wahlmodule, wie beispielsweise lineare und diskrete Optimierung, Numerik, wissenschaftliches Rechnen und viel mehr. Im Bachelor Mathematik stehen vier verschiedene Ausrichtungen zur Verfügung. Es kann gewählt werden zwischen folgenden Fächern: Wirtschaftsmathematik mit den Fächern Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Informatik, empirische Wissenschaften mit den Fächern Mathematik, Psychologie und Soziologie, Geografie mit den Fächern Mathematik, Geografie und Informatik oder Philosophie mit den Fächern Mathematik und Philosophie. Der überwiegende Teil des Studiums bleibt hierbei Mathematik. In der Ausrichtung werden 40 ECTS-Punkte abgelegt. Der Bachelor-Studiengang Mathematik eröffnet eine Vielzahl an Perspektiven. In der Praxis arbeiten Mathematiker häufig in Banken, Versicherungen, als Unternehmensberater für international renommierte Häuser oder im Softwarebereich. Dies sind nur einige von vielen möglichen Einsatzfeldern. Den Möglichkeiten sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Selbstverständlich ist es auch möglich, im Anschluss an den Bachelor ein Masterstudium im In- oder Ausland aufzunehmen. Das Fach Mathematik ist zulassungsfrei, eine Bewerbung für den Bachelor und das Fach im Lehramt nicht notwendig. Wer jedoch Lehramt an Grundschulen mit Hauptfach Mathematik studieren möchte oder es im Lehramt an Gymnasien oder Realschulen mit Schulpsychologie kombinieren möchte, der muss sich auf das Lehramt an Grundschulen bzw. auf das Fach Schulpsychologie bewerben. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite